Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, heute habe ich wieder ein Thema Log Review hier für uns mitgebracht. Und Kenner sehen schon, MerCleans Startup. Wir haben ja in den letzten Folgen, wenn ihr das verfolgt habt, immer mal geschaut, was ist eigentlich so die ideale Anfängerlokomotive. Und jetzt habe ich mal heute für uns mitgebracht die vielleicht nicht ideale Anfängerlokomotive, aber die Lokomotive, die eigentlich fast jeder irgendwie mal in Betracht gezogen hat oder vielleicht selber auf der Anlage hat. Und es wird jetzt heute kein so großes Review wie sonst, weil die Lokomotive nicht viele Funktionen hat, nicht viel kann. Ja, das vorab. Aber es handelt sich hier in H0 um das Modell, was von MerCleans laut eigener Aussage über 5 Millionen Mal gebaut wurde. Über 5 Millionen Mal. Das heißt also, das ist die meistgebaute Modellbahnlokomotive dieser Erde, so wie es aussieht. Und ich habe sie in der Version 89009. Ihr seht also typischer MerCleans-Karton, ne? Nichts Besonderes, wird heute auch genauso verkauft. Ich habe die gebraucht bei eBay gekauft gehabt und ich habe sie tatsächlich jetzt wieder verkauft, auch auf eBay, und deswegen müssen wir uns die heute auch angucken. Deswegen vielleicht auch das ein oder andere nicht ganz so detailliert vorbereitet wie bei anderen Reviews. Aber es ist quasi der letzte Abend, den die kleine BR89 und ich gemeinsam haben, und da muss sie einfach noch ein Review bekommen. Sie hat es bisher nicht gekriegt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Es war so offensichtlich, dass das irgendwie so eine klassische Anfängerlokomotive ist. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich da ein Review mit euch machen könnte. Aber das machen wir mal. Also, MerCleans-typisch, schöner Blister. Alles gut. Und raus kommt sie. Die wird auch, obwohl ich sie gebraucht gekauft habe, genauso immer noch verkauft. Und so sieht das Modell aus. Jetzt fällt euch auf, in meiner Variante hier, also erstmal, ganz wichtig, hier der junge Mann hier, das ist eine Preiserfigur, die ist normalerweise nicht mit dabei. Dann, seht ihr hier, ist es schwarz im Führerhaus, das ist normalerweise auch nicht so. Und ihr seht, da sind so Scheiben drin, die sind normalerweise auch nicht da, die habe ich nachträglich eingesetzt. Zusätzlich habe ich das ganze Modell noch mit einer leichten Patinierung versehen. Das sieht man insbesondere hier im ehemals ja, knallroten Bereich, dass es hier so ein bisschen dunkler, schmieriger ist. Und aber auch hier hinten so teilweise an der Kohle, auf dem Dach. Also so leichte Gebrauchsspuren habe ich hier auf die Lokomotive aufgebracht. Im Original sieht das ja alles so aus. Also komplett glatt und schier, und ihr seht auch den Unterschied hier oben. Kein Männchen, keine Fenster, kein gar nichts. Und dann ist die Lokomotive tatsächlich relativ, ja, featurelos, sagen wir es mal so platt. Da ist nicht viel dran. Also wir haben hier unten dieses Gestänge, was, glaube ich, seit der ersten Version mehr oder weniger unverändert ist bei der Lokomotive. Und die wird jetzt gebaut seit, ich glaube, 50 Jahren, mehr als 50 Jahre vielleicht sogar schon. Das müsste so die älteren MerCleans-Fans können das wahrscheinlich beantworten. Ich kann das gar nicht genau sagen. Aber die wird seit, glaube ich, über 50 Jahren jetzt schon gebaut in diesen verschiedenen Versionen. Und wie eben erwähnt, hier die 009. Interessanterweise, MerCleans nummeriert die durch. Also es gibt ältere, die sind zum Beispiel die 006. Und ich glaube, wenn ihr die jetzt neu kauft, habt ihr nicht 009, sondern 010. Also 0010. Es ist aber jetzt nicht großartig was anderes drin. Gucken wir gleich auch nochmal die Technik an, was denn eigentlich drinsteckt in dieser Lokomotive hier. Grundsätzlich handelt es sich von MerCleans aus eben um ein sogenanntes Start-up-Modell, das heißt also, es soll für Einsteiger sein. Und ich denke, das kann man auch schon auf den ersten Blick bestätigen, wenn ihr euch jetzt die Fensterscheiben wegdenkt, und jetzt selbst mit den Fensterscheiben,
und diese Abdeckung hier, wo man sonst einfach frei in die Technik reinguckt. Da ist nicht so viel Detail dran, auch der Kessel. Das ist einfach ein gegossenes Stück Plastik. Die Rohre hier, die sind alle quasi so flach drauf, aber da ist jetzt nichts irgendwie so wirklich erhaben. Also alles relativ einfach gehalten. Preislich liegt diese Lokomotive tatsächlich neu, glaube ich, bei über 80 Euro inzwischen. Über 80 Euro in neu. Wir haben neulich die V200 hier angeguckt, von Roco zum Beispiel, die ich euch vorgestellt habe. Die lag bei knapp über 100 Euro oder liegt bei knapp über 100 Euro, beziehungsweise teilweise kriegt ihr die auch bei eBay in neu für genau 100 Euro. Das sind dann 20 Euro Unterschied zu dem, was wir hier haben. Und ich glaube, da bekommt man bei Roco dann doch schon eine ganze Menge mehr Lokomotive. Insbesondere, wenn wir jetzt gleich reingucken in dieses Modell hier, werden wir feststellen, dass auch hier die Technik nicht ganz neu ist. Denn das ist sehr, sehr ähnlich zu dem Delta-Modell der V36 von 1996, was ich hier auch kürzlich vorgestellt habe. Also, wir sprechen hier von einer Lokomotive, die schon lange am Markt ist, die auch in der heutigen Verkaufsversion nicht absolut Hightech ist. Das heißt, was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist hier bei der Lokomotive ganz speziell kein erwachsener Modellwagen. Diese Lokomotive hier könnt ihr wunderbar verwenden, wenn ihr Enkelkinder habt, wenn ihr eigene Kinder habt, irgendjemanden, Nachbarskinder, der auch mal eine Lokomotive haben soll und damit auf der Eisenbahn spielen soll. Hier sind nämlich, wenn man jetzt mal meine Verbesserung ran hier rausdenkt, keine Details, keine nichts, da kann nichts abbrechen. Das kann ich als Kind hier so nehmen, kann damit rumspielen, rumschütteln, kann die dann auch auf den Kopf hier so hinlegen, tut der alles nichts. Also stellt euch mal vor, das würde ich jetzt mit einer Lokomotive für 300, 400 Euro machen. Da würden wir alle hier, ne, würde man gar nicht machen. Kann man damit machen, tut der nichts. Die ist jetzt genauso gut wie vorher, ja. Kein Schaden dran, nichts. Wenn ich sie jetzt auf den Boden schmeißen würde, dann hätte sie wahrscheinlich einen Schaden. Also insofern, 6 bis 99 ist die Ansage hier bei vielen anderen Sachen. Von Märklin ist es ab 14. Und ich glaube, da merkt man auch schon den Unterschied. Und besonders eklatant wird es, wenn wir jetzt mal eine andere Start-up-Lokomotive daneben stellen. Und ihr schaut euch jetzt mal hier die Details im Vergleich an. Und da achtet bitte einfach hier unten auf das Gestänge. Hier ungefähr so breit tatsächlich die Stange wie mein Schraubenzieher. Und hier seht ihr ungefähr die Hälfte. Und deutlich detaillierter. Das ist auch Startup-Serie. Märklin Startup, Märklin Startup. Knapp 80 Euro UVP. Kriegt ihr, glaube ich, für 76 momentan, so 75, 72 teilweise neu. Ich glaube 140 Euro UVP. Das ist so die nächstgrößere Kategorie. Also unterhalb von der Lokomotive her kriegt ihr bei Märklin nur noch Lokomotiven, die wirklich absolut nach Spielzeug aussehen. Das ist die erste, die ein bisschen nach echter Lokomotive aussieht. Wo man sagt, okay, die kann man auch auf einer Anlage noch fahren lassen, insbesondere jetzt mit so leichten Optimierungen, wie wir sie jetzt hier haben. Das hier ist dann schon aus meiner Sicht nicht mehr Spielbahn-Territorium, sondern schon normale Modellbahn, vom Anspruch her zumindest. Und auch von der Feinheit vom Gestänge her und so. Das hier ist das, was so in der gleichen Kategorie ist, was ihr auch in der Einsteigerklasse zum Beispiel von Lilliput bekommt oder sowas, ja. Also nicht die absolute High-Class, die richtig teuren Lokomotiven, aber so der gute Einsteigerbereich, der sich irgendwo zwischen 150 und 250 Euro momentan so orientiert bei den Herstellern, da findet man auch diese Lokomotive hier wieder. Einzige, was bei der hier schade ist, die hat eben in der Standardvariante auch keine Scheiben drin, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist die 74er, können wir uns, wenn ihr wollt, auch nochmal angucken, aber das ist schon eine schöne Lokomotive. Das hier ist eigentlich interessant, dass es die überhaupt in der Menge gibt. Also ich glaube, Märklin brauchte einfach eine kleine, einfach darzustellende Lokomotive, denn das Modell, was wir hier vor uns sehen, das hat überhaupt kein originales Vorbild.
Das ist eine reine Fantasielokomotive aufgrund von diesem Logo hier. Da steht nämlich DB, ja, Bundesbahn. Kann man hier einen Fokus kriegen? Schwierig. Schwierig. Also, da steht Deutsche Bundesbahn drauf. Mit diesem Logo und darunter die 89009. Die Bundesbahn, kommen wir mal ein bisschen zur Historie und zum Vorbild, hatte niemals diese Art Lokomotive im Einsatz. Niemals. Das heißt, die gab es gar nicht bei der Bundesbahn. Wo es die gab, und zwar genau zweimal noch, war bei der Reichsbahn der DDR. Da gab es noch zweimal diese Vorbildlokomotive. Alle anderen Lokomotiven sind nach dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland gegangen, zum Beispiel eben im Großteil nach Polen. Und haben da bis Mitte der 50er noch ihren Dienst versehen. Also wo kommt das überhaupt her, dieses Modell? Das ist tatsächlich eine auch Einheitslokomotive. Ihr erinnert euch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, bei der BR24, Einheitslokomotivbau. Ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, als aus den Länderbahnen in Deutschland die Reichsbahn wurde und einheitliche Lokomotiven für alle verschiedenen Dienstzwecke stückweise entwickelt wurden. Angefangen hat man mit den Hauptbahnen, das heißt also die Schnellzuglokomotiven für Personenzüge, für Güterzüge, dann die starken für die Hauptbahnen. Damit haben sie angefangen. Und ab 1925 wurden dann eben auch Nebenbahnlokomotiven designt. Wie die BR24, wie die BR64 und so weiter. Das hier ist tatsächlich eins der letzten Designs dieser Einheitslokomotiven. Die BR89. Die heißt 89, weil es eben hier eine dreiachsige C, 1, 2, 3, drei gekuppelte angetriebene Achsen-Lokomotive ist. Mit einer Achslast von, ich glaube, bis zu 16 Tonnen oder irgendwie sowas. Das war die Reglementierung. Alles, was da reinfiel, wurde bei der Reichsbahn als Baureihe 89 klassifiziert. Da sind dann von den alten Lokomotiven, die auch diesen Grundaufbau hier unten hatten, einige rausgefallen. Und dann war Platz. Dann hat man gesagt, wir brauchen eine neue Einheitslokomotive, also ein Modell, was diese ganzen Zwecke erfüllt und dabei eben als C-Achser hier gekuppelt ist, also mit den drei Achsen. Und da rausgekommen ist dann das hier. Das war das Design. Das war aber schon Mitte der 30er Jahre. Ich glaube, so 1934 war das. Wir sind also von 1925, wir entwickeln jetzt Nebenbahnlokomotiven wie die BR24 und so, bis 1934, bis wir hier bei dieser ganz kleinen Güterzug- und Rangierlokomotive angekommen sind. Da sind wir schon zeitlich in dem gleichen Bereich, wo zum Beispiel auch die V36 als Diesel-Rangierlokomotive der Wehrmacht entwickelt wurde. Das ist hier also quasi eine zivile Konkurrenz zu den Anwendungszwecken, wo eine V36 bzw. WR360C14 der Wehrmacht zum Einsatz kam. Die hat natürlich jetzt nicht so ultra viel Power gehabt. Ich glaube, das sieht man ja auch an der kleinen Lokomotive. Und es wurden davon gar nicht mal viele gebaut. Und das ist eigentlich der interessante Plot-Twist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von MacLean ja 5 Millionen davon, wie gesagt, oder mehr als 5 Millionen jetzt gebaut. Von dem Vorbild gab es allerdings nur 9, beziehungsweise 10, je nachdem wie man es rechnet. Also gehen wir mal von 9 Stück aus. Im Verhältnis, es gibt mehrere hundert teilweise von den anderen Lokomotiven dieser Einheitsbaureihen. Und es gab welche, die wurden zu Tausenden gebaut. Also die BR52, glaube ich, war das. Die wurde x-tausendfach gebaut. Weil damals natürlich viele Lokomotiven gebraucht wurden. Das heißt, 9 oder 10 ist absolut exotisch. Das sind eigentlich nur Prototypen gewesen. Oder man hat angefangen damit. Also 1934 wurde dieses Design entwickelt und dann hat man gesagt, okay, wir probieren zwei verschiedene Konzepte aus. Einmal Nassdampf, einmal Heißdampf. Das würde jetzt in dem Video hier zu weit führen, das jetzt detailliert zu erklären.
In zwei Sätzen, Nassdampf ist das, was ihr auch habt, wenn ihr im Wasserkocher Wasser kocht. Das verdampft. Und ihr seht diesen Wasserdampf, weil er aus dem heißen Wasserkocher in die kältere Umgebungsluft eurer Küche austritt. Und dann seht ihr den, der Wasserdampf entsteht da. Das ist Nassdampf. Heißer Dampf, Wasserdampf kommt in eine kältere Umgebung und kondensiert da. Das ist Wasserdampf in einer Nassdampflokomotive. Heißdampf heißt, man nimmt diesen Dampf und der kommt nicht in eine kühlere Umgebung, sondern eigentlich in eine wärmere Umgebung und bekommt also noch zusätzliche Energie dazu. Man kann deswegen mehr Energie speichern. Jetzt dürft ihr raten, welches Konzept am Ende bei der Lokomotive hier gesiegt hat. Heißdampf. Warum? Weil Heißdampf eben mehr Energie speichert, natürlich deswegen ein bisschen höheren Druck hat und solche Sachen im Regelfall. Aber einfach bei so einer kleinen Lokomotive ist das natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein bisschen mehr oder weniger Power habe. Insofern wurden dann nochmal zusätzlich zu den Prototypen, die es schon gab, welche nachgeordert als eben Heißdampf-Lokomotiven. In Summe kam man eben auf 9 Stück. So, diese 9 Lokomotiven waren dann zu Start des Zweiten Weltkriegs, also 1939, da. Es sollten auch noch mehr kommen, aber dann kam ja der Krieg. Das heißt, da hat man aufgehört, solche Lokomotiven hier zu bauen. Insbesondere, weil diese kleine Lokomotive, und jetzt kommen wir doch noch zu einem Punkt, der sie ein bisschen hervorhebt, doch einige neue Bautechniken mitgebracht hat. Also es war die erste Einheitslokomotive mit einem geschweißten Rahmen, einem geschweißten Kessel und solchen Sachen. Das waren damals neue Technologien. Davor hat man immer viel genietet. Dann kam das Thema Schweißen. Apropos Nieten, wo kann man das zum Beispiel auch sehen? Wenn ihr jetzt irgend so ein Modell habt, dann habt ihr hier diese kleinen Punkte. Seht ihr die hier auf dem Dach? Diese mini kleinen Pünktchen hier. Da zum Beispiel oder da. Das sind Nieten. Nochmal so, hier an der Seite zum Beispiel auch. Diese Nietreihen, die habt ihr auch ganz oft an so Tendern zum Beispiel. Das war so die eigentliche Methode, zwei Bleche zu verbinden. Das heißt, ich habe ein Blech, ich habe noch ein Blech. Und hier haue ich dann einfach so eine Niete durch. Ja, und dann habe ich die beiden Bleche verbunden. Die nachfolgende Technologie, die aber erstmal aufwendiger waren, war das Schweißen. Und das war die erste Einheitslokomotive, weil sie ja so spät entwickelt wurde, die eigentlich nur geschweißt wurde. Was macht man, wenn man jetzt einen Krieg startet und sagt, ich muss die Produktion vereinfachen, ich will viel produzieren, einfach? Dann setze ich natürlich nicht Hightech-Dinge und Fähigkeiten ein, die ich zum Beispiel im Panzerbau brauche, weil da ist natürlich Schweißen viel besser als Nieten, weil was passiert, wenn ihr eine gepanzerte Oberfläche habt, so, und da sind jetzt hier Nieten durch, und dann kommt von draußen ein Geschoss und haut auf die Oberfläche drauf. Und ich habe hier eine Bewegung. Was passiert? Diese Nieten schießen raus in den Innenraum und können die Besatzung verletzen. Deswegen ist eine geschweißte Panzerung einer genieteten in fast jedem Fall eigentlich überlegen. Das hat man im Zweiten Weltkrieg auch gemerkt. Die deutschen Panzer waren im Regelfall geschweißt. Viele, zum Beispiel britische Panzer, waren genietet noch. Und da gab es schon Unterschiede. Ja, gerade in der Anfangsphase. Würde auch wieder zu weit führen. Heißt aber, für die Lokomotiven, man würde mit Sicherheit die Technologie, die aufwendig ist, die man beim Panzerbau braucht, nicht weiter in der Lokomotive einsetzen, im ersten Schritt, am Anfang. Und dann war das ja auch ein Lokomotivkonzept. Was haben wir im Video zur V36, was ich das letzte Mal hier hatte, gelernt. Was eigentlich im Krieg jetzt vielleicht auch nicht ganz so hilfreich ist, weil hier natürlich ganz viel Dampf und Rauch rauskommt. Und wenn ich damit dann hier meinen Güterzug so verschiebe irgendwo oder durch die Gegend fahre und dann kommt ein Feinflieger und sieht, haha, da ist eine Dampflokomotive. Ist vielleicht nicht so der Knaller, gerade wenn das jetzt so eine aufwendige Variante war. Da wurden ja andere zum Beispiel entwickelt, wie die BR-52. Aber für die Aufgaben, die hier so eine übernehmen könnte, da gab es dann ja ganz viele andere Varianten, wie zum Beispiel eine V20 oder eine V36, also die späteren V20, V36 Reihen, also kleine Diesellokomotiven. Es gab also erstmal im Zweiten Weltkrieg gar keinen großen weiteren Nutzen oder konkreten Bedarf nach mehr davon.
Wir hatten also 9 Stück. Die 9 waren eingesetzt primär in Berlin, teilweise auch in Dresden, aber primär in Berlin, zum Beispiel am Anhalter Bahnhof, um da Rangiertätigkeiten vorzunehmen. Was ist jetzt passiert? Zweiten Weltkrieg, wisst ihr alle, hat Deutschland verloren. Berlin wurde später eingenommen von der Roten Armee, dann aufgeteilt in die 4 Zonen. Und diese Lokomotiven hier, die waren da aber gar nicht mehr da. Wo waren die? Erstmal sind 1944 fast alle, also ich glaube bis auf 2, nach Schlesien gekommen, um da zu unterstützen. Müsst ihr euch vorstellen, also 1944 gab es eine massive Rückwärtsbewegung der Wehrmacht. Es wurde extrem viel Material, aber auch verschifft immer noch. Und man brauchte natürlich dann viele Lokomotiven, eher frontnah, um da Material eben auch durch die Gegend zu fahren. Und deswegen sind die nach Schlesien gekommen. Die sind da geblieben, weil halt die Geschwindigkeit so schnell war, dass man jetzt keine Zeit hatte mehr, hier solche Lokomotiven mit zurückzunehmen. Die waren also im späteren Polen und sind dann auch nach dem Krieg in Polen geblieben und da zur Bahn gekommen. Sind da so bis Mitte der 50er nochmal Einsatz gewesen. Es sind 2 Stück in Deutschland verblieben, nur 2. Die waren beide dann bei der Deutschen Reichsbahn. Und da auch nicht so ultra lange, glaube ich, im Einsatz. Aber die sind auch museal erhalten geblieben. Oder zumindest einen davon. Trotzdem, wenn man sich das anguckt, das Modell hier, ist es eine handliche kleine Lokomotive, die man relativ einfach auch produzieren kann. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Märklin damit mal angefangen hat. Dann haben sie 5 Millionen Stück inzwischen davon gebaut, verkaufen die immer noch. Und ich glaube, das ist auch die Lokomotive, mit der die meisten entweder aus dem Startset irgendwo starten oder die sie sich schnell dann zusätzlich kaufen. Also bei mir war das ja hier im Startset dabei. Und dann habe ich bei eBay geschaut und habe die als nächstes günstig geschossen. Natürlich jetzt nicht in dem Zustand. Ist das eine gute Lokomotive? Also wenn wir es ganz ehrlich betrachten, wir können ja mal reingucken. Hier oben ist eine Schraube drauf hier. Und dann kann man auch das Gehäuse schon abnehmen, relativ schnell. So. Da haben wir es. Also. Das Gehäuse ist billiges Plastik. Und jetzt seht ihr auch hier drin, wie ich das Papier da reingelegt habe. Keine großen Geheimnisse. Ne? Hier vorne ist so ein Plastik-Lichtleiter. Da habt ihr den, der zu den Lampen führt. Kein besonderes Highlight. Sagen wir mal ganz ehrlich, ja, also es ist nicht sonderlich detailliert oder was. Die Technik innen drin, der ein oder andere wird sich jetzt erinnert fühlen, gerade an die V36, die wir neulich aufhatten. Also das Prinzip ist dasselbe. Ich habe hier diesen Scheibenmotor oder ehemaligen Scheibenkollektormotor, der jetzt hier schon in der Version Hochleistungsantrieb ist. Das heißt also, ich habe hier einen, ich glaube Glockenanker heißt das, oder zumindest einen 5-poligen Anker drin und habe dann hier diesen Permanentmagneten, ihr seht es, ja. Und hier vorne den Decoder, das ist auch ein Decoder einer neueren Baureihe, also hier habe ich jetzt nicht mehr irgendwie so Pins, womit ich die Adresse einstelle oder so. Ich habe aber hier vorne, das seht ihr, noch eine Standard-Glühlampe drin, keine LED. Und das war's, mehr steckt da nicht drin. Interessant ist hier auf der Rückseite eben das Prinzip des Antriebs. Ich habe also hier den Motor, das schwarze hier ist die Motorachse dort und habe dann 1, 2 Zahnräder, dann ein drittes und dann bin ich hier quasi an den Achsen und die Achsen selber haben auch Zahnräder. Das führt dazu, dass die Lokomotive im Betrieb relativ laut ist. Schauen wir uns einfach mal an. Und damit willkommen auf dem Gleis mit unserer BR89. Hier seht ihr sie schon in voller Pracht. Also wir haben einerseits hier an Funktionen nicht viel. Wir haben hier genau eine. Und zwar Licht aus und Licht an. Ja, und das war es eigentlich, außer natürlich den Fahreigenschaften.
Also, ihr seht, die Lokomotive fährt sauber. Sie hat allerdings ein, ja, eigenes Fahrgeräusch. Das kommt jetzt aus meiner Sicht primär hier natürlich durch die vielen, vielen Zahnräder, die hier angesteuert werden vom Motor. Und es ist nochmal deutlich, deutlich leiser als das, was zum Beispiel die Delta-Lokomotive hier abgeliefert hat. Allerdings bleibt es aus meiner Sicht ein extrem störendes Geräusch. Gerade wenn man jetzt auch neue Lokomotiven in der Preisrange vergleicht, zum Beispiel von Lilliput, wo man eigentlich gar keine Motorengeräusche mehr hat. Ist also unangenehm laut, beziehungsweise von der Technik her ist das ja hier nichts anderes als jetzt zum Beispiel 1996 die Delta-Lokomotive hatte. Das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten die gleiche Technologie. Was macht die jetzt aus? Sie ist sehr verlässlich. Wenn ihr sie regelmäßig ölt, kann sie eigentlich kaum kaputt gehen. Das ist hier so wirklich kräftige Metallzahnräder, da kann eigentlich fast nichts passieren. Aber dieses Geräusch bleibt halt. Ja, also das ist eine ganz furchtbare Geräuschkulisse. Ansonsten ist die Lokomotive schon überzeugend gestaltet. Also auch zum Beispiel, dass ihr hier oben extra so ein Metallgewinde habt. Das ist alles hier ein zusammenhängender Kasten. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die irgendwie schlecht gestaltet ist oder so. Aber es ist eben nichts wirklich Herausragendes dabei. Das heißt, also innen wie außen. Außen haben wir uns ganz am Anfang angeguckt, jetzt gucken, haben wir uns innen auch noch angeguckt. Alles kein Highlight. Ja. Jetzt kann man sagen, naja, kostet ja nur 80 Euro. Bin ich nicht dabei. Also meine klare Aussage ist, diese Lokomotive ist absolut nur für Kinder geeignet. Also MacLean, ich würde hier, wenn ihr das immer noch so habt, nicht 6 bis 99, sondern vielleicht 6 bis 9 da drauf schreiben. Weil wenn du älter als 9 Jahre bist, kannst du auch sowas hier nehmen. Meiner Meinung nach deutlich schöner. Und was man bedenken muss, das ist jetzt zwar das Märklin-Modell, es gibt aber von anderen Herstellern, auch für das Dreileiter-System, zum Beispiel Lilliput, Fleischmann, Rocco, you name it, ne? Lokomotiven auf einem ähnlichen Niveau, in einer ähnlichen Preiskategorie, die alle wirklich durch die Bank weg eine bessere Modellbahnlokomotive von der Optik her am Ende sind als das hier. Jetzt geht es natürlich nicht nur um die Optik. Das heißt also, hier zahlt ihr, sag mal, 70 bis 80% des Preises von den anderen Einsteigerlokomotiven, wo man schon deutlich mehr fürs Geld bekommt. Aber ganz klar, den großen Vorteil spielt diese Lokomotive wirklich aus, wenn ihr Kinder habt, die mit dem Gleis vertraut werden sollen, die mit der Bahn spielen sollen. Da kommt ihr aus meiner Sicht um dieses Modell fast nicht drum rum. Es gibt ja noch eine Version, da sieht die ein bisschen anders aus. KVLM, glaube ich, oder KLVM, kleine Lok von Märklin. Genau, KLVM, kleine Lok von Märklin. Da sieht die so ein bisschen bunter aus. Das ist technisch eigentlich das gleiche Modell, ohne das Licht vorne. Also noch ein bisschen vereinfacht. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, es gibt inzwischen eigentlich zwei Varianten. Es gibt quasi von diesen wirklichen billigen Einsteigerlokomotiven, die ganzen neuen, die haben nur eine angetriebene Achse und ein anderes Motorenkonzept. Die klingen deutlich besser, haben aber von den dreien nur eine angetriebene Achse. Gerade die Diesellokomotiven. Ich glaube, bei der Dampflokomotive hier BR89 ändert sich da nichts. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die neue DHG 700C oder so kauft, die auch in der Range ist, da habt ihr nur eine angetriebene Achse jetzt noch. Klingt also deutlich besser, weil neues Motorenkonzept, aber theoretisch nicht nur ein Drittel der Zugleistung, aber ist halt der Unterschied zwischen Allrad und nur Frontantrieb, ja, oder nur Heckantrieb.
Im Zweifelsfall sind mehr angetriebene Achsen nicht schädlich bei einer Lokomotive, muss man ganz klar sagen. Die Anlagen, wo diese Lokomotive normalerweise jetzt wirklich einen Fahrteinsatz hat, werden wahrscheinlich nicht so groß sein, dass ihr da ans Ende der Zugleistung kommt. Ich habe es jetzt selber noch nie ausprobiert, wie viel diese Lokomotive wirklich zieht, aber ich glaube, es ist eine ganze, ganze Menge. Die hat ja auch Haftreifen und diese ganzen Basics, das ist alles da. Und insofern glaube ich, dass man da nicht in Probleme kommt, dass die irgendwas nicht ziehen kann, außer ihr habt jetzt ganz verrückte Steigungen oder sowas. Was man immer bedenken muss, ihr habt sehr verlässliche Märklin-Technologie, ihr habt eine Garantie natürlich auf diese Lokomotive, wenn ihr die neu kauft. Alle diese ganzen Dinge, was jetzt nicht bei jedem Hersteller immer gegeben ist, bei den meisten ist es so, aber nicht bei jedem. Und was diese Lokomotive eben wirklich hervorhebt, ist das hier. Ja, also ich habe keine andere Lokomotive hier, bei der ich das machen würde mit gutem Gewissen, die dann so hier hinlege. Und wie gesagt, die ist verkauft. Deswegen, ich habe sie in einem bestimmten Zustand verkauft. Und das würde ich nicht machen, wenn das dieser Lokomotive in irgendeiner Form schaden würde. Ja, und das tut es nicht. Und das ist das ganz schlagende Argument für dieses Modell, wenn ihr sagt, ich brauche irgendwas für meine Enkelkinder oder so, was ein bisschen was aushalten soll, was aber auf meiner Anlage jetzt nicht dazu führt, dass ich da irgendwie so eine fette Emma oder sowas als Lokomotive rumstehen habe. Dann könnt ihr hier mit, ihr seht es gerade, wirklich einfachen Mitteln für umgerechnet maximal nochmal 4-5 Euro Aufpreis auf eine neue Lokomotive ein Modell draus machen. Das heißt, ein bisschen Patinierung, das ist hier noch Patina-Pulver in Dunkel da unten, einfach schwarz quasi und ein bisschen Flugrost und sowas. Am Ende dann einmal Klarlack komplett rüber. Dann habt ihr hier oben, das ist einfach Plastikblister, den ich hier von innen eingeklebt habe. Und schon habt ihr Scheiben. Dann setzt ihr hier noch so einen kleinen Preiser-Lokführer da rein in das Modell. Und damit ihr den Motor und diesen schönen, ihr habt es ja eben gesehen, dieser schöne Magnet, der da sich so farblich wunderbar einfügt in Silber-Weiß als Komposition quasi. Den könnt ihr wunderbar sonst betrachten durch diese offenen Fenster. Und den wollte ich nicht mehr sehen, deswegen habe ich da einfach ein Stück schwarzen Karton hier quasi einmal so reingelegt, einfach nur in so einer Bogenform. Der ist noch nicht mal festgeklebt, kann man also sehr einfach wieder rausnehmen. Ja, und schon macht die eigentlich doch keinen schlechten Eindruck. Jetzt fragt ihr euch, warum verkauft der Mann die? Also, hat zwei Gründe. Nicht, weil ich die Lok nicht mag. Ich mag die Lokomotive. Sonst hätte ich sie mir auch nicht als zweites gekauft. Sondern, mir ist natürlich hier das Gestänge inzwischen einfach nicht mehr detailliert genug. Und das andere ist, ich bin da jetzt vielleicht anders als der typische Modellbahner. Ich plane eigentlich nicht, eine riesige Loksammlung zu haben, sondern ich möchte die schon passend zu meinem Anlagenkonzept haben und eben auch da zum Einsatz bringen. Und jetzt war es natürlich so im letzten, als ich angefangen habe mit dem Thema, ich hatte dann hier die 74er aus dem Startset und habe gesagt, ich brauche jetzt irgendeine zweite Lokomotive. Die bleibt natürlich, weil es die erste war, aber die hier quasi als erste Lokomotive, um mehr Zugbetrieb zu testen, ich glaube, da hat einfach jemand anders viel mehr Spaß dran. Momentan, sie steht bei mir einfach nur im Regal, im Karton, kommt gar nicht mehr zum Einsatz. Und ich glaube, da hat einfach jemand anders mehr Spaß dran. Wenn ich Dinge verkaufe, findet ihr die bei mir auf eBay. Das habe ich euch auch nochmal verlinkt unten, wenn ihr da reinschauen möchtet oder sagt, ihr habt selber Interesse an Modellen, die ich gerade verkaufe. Wie gesagt, die ist schon weg, aber da kommt regelmäßig immer mal wieder was rein. Demnächst wahrscheinlich die V200 und die V36 aus dem Set, die ich neulich vorgestellt habe, weil das auch beides eigentlich nicht so richtig reinpasst in das, was ich hier so vorhabe. Aber vielleicht bleibt auch eine davon, bin ich noch nicht ganz entschieden. Gerade bei der V200 meinte meine Frau so, ja, die ist schon schön. Also bleibt es vielleicht. Schauen wir mal. Ja, also, schaut gerne vorbei. In meinem eBay
Shop, nenne ich ihn mal quasi. Ja, denn Shop ist es nicht, es ist ja ein Privatverkauf. Da gibt es übrigens auch, ihr seht das hier noch da, das Bahnhofsgebäude, was ich hier auf Fredhauen habe, habe ich da auch nochmal als Bausatz direkt aus Frankreich mit Originalverpackung aus den 50er Jahren. Also wenn da jemand Interesse hat, findet ihr da auch. Und der Rest müsst ihr mal gucken. Da sind, glaube ich, noch ein paar alte Hörbücher oder sowas. Jetzt keine sondergroßen Highlights gerade. Genau. Ja, also so viel für heute zu der BR89. Für Kinder geeignet, für Modellbahner aus meiner Sicht nicht. Aber es bleibt eine schöne Lokomotive. Und ja, mit 5 Millionen gebauten Exemplaren mussten wir das Video einfach machen, damit wir später hier vollständig sind, wenn wir dann über Anfängerlokomotiven sprechen oder ihr euch darüber informieren wollt. Und ja. So ein bisschen tut es mir schon weh, dass sie jetzt weggeht, klar. Also ich kann es verstehen, wenn man die Lokomotiven behält, gerade jetzt bei der habe ich mit den Fenstern und dem kleinen Lokführer und so habe ich ja schon so ein bisschen Herzblut da reingesteckt, mit der Patinierung auch, ja. Also man gibt ja immer schon so ein Stück irgendwie von sich selber dann auch mit weg, wenn man so eine Lokomotive wieder nach draußen gibt. Ja, insofern, lieber Käufer, falls du das hier sehen solltest, dieses Video, du kaufst ein kleines gut eingefahrenes, gut gepflegtes Schmuckstück und ich hoffe, es geht in gute Hände. Für alle anderen, das war's für heute. Wenn ihr weitere Videos von mir schauen möchtet, habe ich euch hier nochmal ein bisschen was verlinkt. Genauso den Abo-Button, den ihr wahrscheinlich sowieso schon gefunden habt. Falls nicht, irgendwo hier in der Region sollte der jetzt sein. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.